Hallo meine Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Randall's Monday. Heute gehen wir, wir gehen zur Arbeit. Auf geht's. Los geht's. Aber Psychiaterpraxis. Erst gehen wir zur Arbeit. Psychiaterpraxis, das klingt echt verlockend. Oder ein Bierchen trinken. Nee, also okay. Arbeiten. Arbeit. Manchmal kann ein einzelner Gegenstand mehrfach mit verschiedenen Objekten kombiniert werden. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Dann auf geht's. Mal gucken, was uns heute zustößt. Hey, wie geht's meinem Lieblingsboss? Sieh an, du hast ganz schön Eier hier wieder aufzutauchen. Ich an deiner Stelle hätte das nicht gemacht. Tja, die Leute sagen mir immer wieder, wie tapfer ich bin. Wissen Sie, ich mag's hier einfach. Klimaanlage, kalte Getränke, was zum Lesen. Haben Sie jetzt Arbeit für mich oder nicht? Nicht den ganzen Tag Zeit. Ich ja, das erst oder? Die Leute sagen immer wieder, wie tapfer ich bin. Ja, du hast Mut, hier einfach so wieder reinzuspazieren. Nach allem, was du getan hast. Was genau habe ich nochmal gemacht? Ich bin echt schlecht darin, mir Sachen zu merken. Soll ich die ganze Liste durchgehen? Ja, bitte. Na, ich bin jetzt schon gelangweilt und Sie haben noch nicht mal angefangen. Ich rede nicht lange drum rum. Dieses Paket hier muss so schnell es geht zur Sci-Fi-Convention. Aber um nichts in der Welt würde ich es dir anvertrauen. Sie, Sir, sind gefeuert! Was? Das war aber noch höflich. Aber ich bin der Mitarbeiter des Monats! Hicks, ich sagte dir schon, das Alphabet rückwärts rülpsen macht dich nicht zum Mitarbeiter des Monats! Tja, die Dinge lägen anders, wenn wir hier in Irland wären. Wie auch das immer, stimmt. Hau stimmt. Einfach ab! Ich will dich nie wiedersehen! Die Alternative wäre, dass ich dich mit bloßen Händen erwürge. Aber dich zu feuern ist immer noch einfacher, wenn auch nicht so befriedigend. Ach, kommen Sie schon, das meinen Sie nicht so. Wir sind wie zwei Erbsen aus demselben Glas, wie ein TV-Comedy-Duo. Wir sind unzertrennlich. Was würden Sie ohne mich machen? Naja, ich würde nicht die ganze Nacht wachlegen und mir Sorgen machen, dass mein Lager brennt. Mal wieder. Ich habe niemals das Lager in Brand gesteckt. Hicks! Oh, habe ich etwa das Lager angezündet? Wow. Sieht aus, als hätte dieses Paralleluniversum das Original mal wieder übertroffen. Moment, so funktioniert das gar nicht. Egal. Hau verdammt nochmal ab, Mann. Du bist gefeuert! Warum glauben Sie, dass Sie mich feuern können? Drohst du mir? Meinst du wirklich, dass das klug ist? Was habe ich Ihnen denn je getan? Du Arschloch! Was ist mit meinem Super-Zuckerschnecke-Katalog? Das war mein wertvollster Besitz! Das wusstest du genau! Meine Ehe ist wegen diesem verdammten Katalog zur Hölle gegangen! Und jetzt hast du ihn auf dem Gewissen! Also, eigentlich? Ich will's nicht hören! Raus hier! Tja, also wir haben doch da so ein, aber das wäre schon eigentlich ein bisschen zu schade. Naja, komm, wollen wir mal nicht so sein. Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihren tollen Katalog direkt hier habe? Was zur... Aber ich dachte, du... Ja, immer dasselbe. Sparen Sie sich das und geben Sie mir das verdammte Paket. Zeig her! Ich glaub's nicht! Tja. Oh, danke, Gott, danke! Gott, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich meine, ich mache ja nur meine Arbeit. Ganz genau. Sieht sogar noch besser aus, als ich ihn in der Erinnerung hatte. Und sogar in neuer Verpackung, was? Scheint so. Oh! Und ich dachte, er wäre in Flammen aufgegangen wie alles andere im Lager. Aber du hast das Feuer gar nicht gelegt. Du hast meinen Katalog gerettet. Ja, genau so war das nämlich. Weißt du, wenn das Ding nicht ein Vermögen wert wäre, könnte ich schwören, der gehört jemand anders. Aber das kann ja nicht sein. Ein Vermögen? Scheiße, ich wusste, da war was. Kleiner, du bist ein verdammter Held. Ach, was rede ich? Du bist der Mitarbeiter des Jahres. Sehen Sie, ich wusste es doch. Hier, Kleiner,
Ich weiß, dass du das Paket hier unbedingt ausliefern wolltest. Genieß die Convention. Hast es dir verdient. Oh, und vergiss nicht, den Lieferschein unterschreiben zu lassen. Klaro, auf geht's. Weil wir Profi sind. Oh, und noch Zettel. Gucken wir uns den Kram doch direkt mal an. Nee. Der Lieferschein für das Päckchen, das ich bei der CypherCon abgeben soll. Nee, nehmen nicht. Das war natürlich wieder Quatsch. T-Shirt. Was? Und es steht drauf, ich war auf der CypherCon und bin nicht mal Jungfrau? What the fuck? Was soll ich jetzt damit? Schätze, ich könnte die ausliefern. Aber ist das mein Job? Ja, Scheiß, ist Shirt ausliefern? Ich konnte es nur so weit kommen. Hm. Idiot. Das sind die Shirts, die ich in dem Paket gefunden habe. Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Tja. Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Pff, ich glaube, dann sind wir hier durch, wa? Wilson! Es tut mir leid, Wilson. Wir sollten ihn nicht weiter stören. Er hat seinen blöden Katalog wieder. Und er ist sehr glücklich damit. Das sieht man. Sein Gesicht war Party-Stimmung. Okay, dann gehen wir jetzt zum Psychiater, oder wie war das? Wo gehen wir hin? Sci-Fi-Con, this Monday. Das hat also wirklich funktioniert. Bob? Hey, gute Arbeit, Bob. Danke, aber woher weißt du meinen Namen? Der steht doch da auf deiner Uniform. Ah, oh, stimmt. Sehr aufmerksam von dir, Junge. Siehst du dir den Hydranten an? Jemand wie du könnte in diesem Business ganz hoch hinaus, weißt du? Den Hydrant an mein Business? Nein, danke. Naja, das ist nicht alles, was ich so mache. Wow, faszinierend. Nicht wahr? Kann ich mir vielleicht mal die Farbe leihen? Ist nur für eine Minute. Geht nicht, die brauche ich. Du hast nicht einen einzigen Strich gemacht, seit ich hier bin. Na komm, ist für einen guten Zweck. Ja? Was für einen? Naja, ich würde gerne eine Szene aus Braindead nachstellen. Sorry, die Farbe bleibt, wo sie ist. Besten Dank für das. Tja. Aber gern. Braindead. Ah, sorry, we're on Sci-Fi-Con. Liebe Kunden, beachten Sie, dass wir heute auf der Sci-Fi-Con auf der Dr. Fred Edison Street zu finden sind. Ich sollte jetzt keine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Na gut, dann gehen wir jetzt. Chips. Ab runter zu den Bahnsteigen. Wo ist denn hier Sci-Fi-Con? Wir können offensichtlich noch nicht zu Sci-Fi-Con, dann gehen wir erstmal zum Psychiater. Ein Kopfschuss hat den sofortigen Charaktertod zur Folge. Klingt logisch. Aber ich glaube nicht, dass es in dem Spiel dazu kommen wird. Wobei Randall hätte das schon ab und zu irgendwie auch verdient. So wie er sich benimmt. Diese Koalas überall, ey, das ist der Wahnsinn. Gehen wir zur Psychiaterpraxis. Okay, also, ich nehme mal Charlies Rat an. Ich brauche die Meinung eines Seelenklempners. Vielleicht kann ich durch den die Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder er kann mir sogar beweisen, dass nichts hiervon echt ist und dass das alles nur in meinem Kopf passiert. Ich glaube, man weiß, wird er... Ach du Scheiße. Guten Morgen, Miss. Wunderschönen guten Tag, Sir. Okay, der geht an Sie. Ich würde gern den Doktor sehen. Tut mir leid, Sir, aber Dr. Johnson ist ein vielbeschäftigter Mann. Alle Termine heute sind schon voll. Könnten Sie eine Ausnahme machen? Ich bin ein alter College-Freund. Sie sind Arzt? Ist das nicht offensichtlich? Und Sie beide sind auf dieselbe Uni gegangen. Wie ist das denn möglich? Er ist viel älter als Sie. Ich habe einen sehr hohen IQ. Ich habe meinen Abschluss mit 8 gemacht. Ich hatte zwei Hauptfächer, Psychopathologie und Schönheitschirurgie. Ich arbeite viel an mir selbst. Ich war lange im Kälteschlaf. Haben Sie noch nie Dougie Hauser gesehen? Ich bin ja hingerissen zu Dougie Hauser. Zwei Hauptfächer... Das klingt eher nach Randall. Tja, ich hatte zwei Hauptfächer, Psychopathologie und Schönheitschirurgie. Ich arbeite viel an mir selbst. Und Ihr Name ist? Hauser.
Dr. Doogie Howser. Tut mir leid, Dr. Howser. Ihr Name ist nicht auf Dr. Johnsons unvorhergesehene Besucherliste. Also kann ich da nichts machen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für morgen früh geben, wenn Sie möchten. Wissen Sie, morgen passt mir gar nicht. Mittwoch vielleicht. Das ist noch schlechter. Können Sie mich nicht heute noch irgendwie reinquetschen? Tut mir leid, Sir. Das ist unmöglich. Sagen Sie sowas nicht. Nichts ist unmöglich. Okay, wie wäre das damit? Ich komme bis an die Zähne bewaffnet wieder rein und nehme alle Leute hier als Geisel wie in diesem Film. Könnten Sie mir danach einen Termin geben? Sie verstehen das nicht. Ich habe die schlimmste seelische Krise aller Zeiten. Okay, wie wär's damit? Ich komme bis an die Zähne bewaffnet wieder, nehme alle Leute hier als Geiseln wie in diesem Film. Könnten Sie mir dann einen Termin geben? Ich fürchte, die Antwort auf diese Frage kenne ich nicht, aber wenn ich raten müsste, würde ich mal ja sagen. Gut zu wissen, aber leider habe ich keine Waffen. Haben Sie welche und könnte ich mir die mal leihen? Wenn ich so einen Termin bekomme, würde ich gerne eine Waffe haben. Ich besitze keine Waffen. Oh. Und warum machen Sie mir dann erst Hoffnung? Ich weiß nicht, warum ich hergekommen bin. Peace out. Schönen Tag noch, Sir. Tja, dann untersuchen wir hier nochmal alles und vor allem Robert! Robert! Eine Wählscheibe. Ich glaube, damit stellt man die Hintergrundmusik ein. Für sowas hat sie doch hier einen Computer. Warum braucht sie dann eine Wählscheibe? Blöde Billigproduktion. Hab's kaputt gemacht. Schade, ich hätte vielleicht vorher noch mal mit ihm reden sollen. Jetzt ist aus Robert Alan geworden. Verzeihung, ich bin gerade sehr beschäftigt, also entschuldigen Sie mich. Klar. Ich habe Robert kaputt gemacht, bevor ich mit ihm sprechen konnte. Den Typ habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber wo? Alan! Ach, schade. Nicht viel. Ich sitze einfach nur hier rum. Warte, bis ich dran bin. Ich bin der Nächste! Wie schön. Tja, warum rufst du dauernd Alan? Wie bitte? Du weißt schon, du hast das Wort Alan von Zeit zu Zeit geschrien. Keine Ahnung, wovon du redest. Mein Name ist Alan. Aber ich bin doch kein Irrer, der rumläuft und dauernd seinen eigenen Namen ruft. Alan! Ich glaube doch. Aber mein Problem ist dringender oder das scheint ganz normal zu sein? Randall ist ein Arschloch, der kann auch einfach sagen, du bist in Ordnung. Was ist dein Problem? Du scheinst ganz normal zu sein. Ich habe ein sehr ernstes psychologisches Problem. Alan! Unter anderem. Kein Scheiß. Mein Leben ist ein Albtraum. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen! Hey! Ist bei Randall auch so. Spruch. Naja, eigentlich Peter Parkers, aber ich habe ihn zuerst kopiert. Ich glaube, mein Problem ist dringender. Aber, naja. Und? Was ist das für ein Problem? Wenn ich fragen darf. Alan! Dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann, der flüstert da und bringt sie Hallo um. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden und die Situation eskaliert langsam. Eigentlich ist ganz schön bescheuert. Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden und die Situation eskaliert langsam. Wow! Das tut mir so leid für dich, Mann. Muss hart für dich sein. Ich würde dich ja vorlassen. Alan! Aber nein. Eigentlich ist es ganz schön bescheuert. Das sagen die Leute auch über das Jahr 2012. Das war einfach bescheuert, dass die Welt nicht untergegangen ist. Und plötzlich, bam, Weltuntergang. Gute Nacht. Bam, Weltuntergang, hä? Sicher? Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass du einer von denen bist, die glauben, dass wir wirklich auf der Erde leben. Ja, schätze, ich bin einer von denen. Alles nur ein Haufen Lügen. Sie sagen es im Fernsehen, um uns von der Wahrheit abzulenken. Alan! Auf... Naja, auf welchem Planeten leben wir denn? Wir leben auf keinem verdammten Planeten. Wir reisen auf einer Riesenschildkröte durchs All, die einen Schweif aus Oktarin hinterlässt. Großartig. Weißt du, ich verstehe es nicht. Warum denkt ihr Irren immer, dass Terry Pratchetts Bücher so eine Art Selbstbücher sind? Sehr geil. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich
leide an einer Persönlichkeitsstörung. Weißt du, was das ist? Natürlich. Das ist, wenn sich jemand freiwillig Yoko Onos größte Hits in Unterwäsche anhört. Ich, machst du dich etwa über mich lustig? Ich versuche es verdammt nochmal. Tja, dann hast du Glück, dass du nicht gerade mit meiner anderen Persönlichkeit sprichst. Die sagen, der ist nicht so nett wie ich und dass er oft flucht. Alan! Naja, das wäre deutlich furchteinflößender, wenn es nicht von einem Kerl käme, der verkleidet ist wie... Naja, weiß nicht. Was zur Hölle soll das eigentlich darstellen, Alter? Ach, jetzt mach mal einen Punkt, Mädchen. Das ist gerade der letzte intergalaktische Schrei. Alle, die sich der Realität verweigern, werden wohl nie die wahre Größe dieser Kleidung wertschätzen können. Allen! Nicht einmal, wenn eine Tentakelarmee die Weltherrschaft übernimmt. Okay, das war auch noch nicht das, was er hören wollte. Ich war ja schon ziemlich nah dran. Ich dachte, das wär's. Oh, aber diese Terry Pratchett-Sache mit der Schildkröte. Der Wahnsinn. Kann ich wiederholt einfach nur empfehlen, sich die Bücher mal in den Kopf zu drücken. Da ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann. Und der flüstert dauernd, bring sie alle um. Oh, deiner auch? Das ist nichts Schlimmes. Wow, bist ein harter Kerl, was? Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe denselben Tag immer wieder. Oh, das ist bitter. Dasselbe ist mir letztes Jahr passiert, weißt du? Hat das ein pinkes Einhorn gemacht? Ein verfluchter Ring vielleicht? Oder hast du etwa einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Verfluchter Ring. Verfluchter Ring. Oh, verstehe. Wenn du meine Meinung dazu willst... Du solltest nach einem Wunschgoblin suchen. Wenn du willst, kann ich dir meinen leihen. Wobei... Alan! Wobei? Naja, der kleine Bastard war ganz schön flink, also musste ich ihn an meine Kellerwand ketten. Und weißt du, es ist schon eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal schreien und betteln gehört habe. Alan! Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, bei mir zu Hause riecht es ganz schön seltsam in letzter Zeit. Oh, und Fliegen, überall Fliegen. Oh, Alter. Ich hoffe, er ist nicht verhungert oder so. Ich hätte wirklich ungern eine verrottende Leiche in meinem Keller. Vielleicht hätte ich ihn ab und an mal füttern sollen, statt nur seinen Kopf zu streicheln und über meine bösen Pläne zu sinnieren. Alan! Hatte dein Goblin eine Uniform an? Eine blaue? Und hatte eine Tasche mit geheimnisvollen Notizen? Du kennst diese Art Goblins also. Bevor er endlich still war, hat er Stunden rumgeschrien. Ich bin der Postbote! Ich bin der Postbote! Dabei wohne ich nicht mal am Wasser. Alan! Was? Okay. Okay, ich hau dann mal. Vergiss nicht, das Krakenbecken zu reinigen, ja? Wessen Becken? Schon gut. Den habe ich nicht verstanden. Alan! Schade. Verrückter Typ. Alan! Okay, wir versuchen jetzt hier gleich nochmal in die Praxis zu kommen. Alan! Ja. Okay, und Alan und Co. Die sehen wir alle in der nächsten Folge wieder. Alan! Und ich hoffe, euch auch. Bis dann.